mal wieder uns eine 5000er geholt. Herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play The Crew 2, Folge 38. Hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Und hier geht's direkt weiter. Wir haben alle Aufgaben abgeschlossen und schau da, das Problem ist gelöst. Wir haben es gestern, gestern in der letzten Folge haben wir das herausgefunden, dass wir noch eine Menge Aktivitäten da haben, die hier einfach nicht angezeigt werden. Nicht abgeschlossen. Hä, sind es noch die oder was? Komisch. Warum blinken die? Ach, sind das jetzt alle die? Ja, tatsächlich. Hier, da sind sie. Ha. Aber warum? Warum denn bei normal? Sag mal. Ich verstehe es nicht, Freunde. Nicht abgeschlossen. Normal, ja. Aber man sieht. Naja, auf jeden Fall. Darum geht es jetzt. Wir machen jetzt von den Keys in die Stadt. Street Race. Hypercar und Street Racing. Ach, das ist ja... Oh, das ist ja toll. Lambo und Ferrari. Ja, ja. So. Ferrari und Lambo. Hier geht's ums Ganze. Es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen gegen Tier in den Straßen von Florida. Hypercars und pures Speed Racing. Siegst du, bist du top of the list. Herr über die Straße. Verlierst du, reden wir nicht davon. Dafür ist kein Platz. Du kannst es schaffen. Machen wir. Und es gibt einen McLaren P1 zu gewinnen. Oh yeah! Du kannst mich nicht schlagen. Vergiss es lieber. Es wird hart. Boah! Ja, der P1 hat's halt drauf. Ja, was war das denn? Dräng mich halt ab, du Spaten. So. Jetzt müssen wir natürlich unser fahrerischen Skill hier beweisen. Ja, und die Aufgaben, die wir angeblich noch nicht erledigt haben, die werden wir selbstverständlich noch machen. Das ist ja absolut klar. Wir wollen das Spiel schon. Komm, du schaffst das. So lange ist es offenbar doch nicht. Okay. Ja, ja. Aber wir haben doch noch ein bisschen... Ich weiß gar nicht, es müsste eigentlich ein Wechsel stattfinden. Wir mussten ja zwei Autos auswählen. Lambo haben wir auf jeden Fall... Nicht jetzt, nicht später. Du hast mich doch gerade vorbeigelassen. Also da musst du nochmal drüber nachdenken, was du gerade gemacht hast. So, und jetzt verziehe ich hier den vorne. Bin ich und bleibe ich. Er darf nicht siegen. Es war ein wenig unsportlich. Und jetzt wird er mich auch überholen. Ganz fair natürlich. Weil ich einfach nur scheiße gefahren bin. Ups, Entschuldigung. Kleinen Stupser kann man dir wohl geben. Ey! Meine Kurve. Musst du mich schon außen überholen. Hier kannst du nicht innen reinstechen, wenn ich innen bin. Du hast ihn, wo du ihn haben wolltest. Auf Platz 2. Wow. Der P1 ist aber auch eine Karre. Ja, guck mal, wie die nach vorne geht. Wie die nach vorne schiebt. Aber irgendwo bei 300 ist dann Ende. Komisch. Und dann glänzt der Ferrari. Den wir optisch echt gut aufgemöbelt haben, muss ich schon sagen. Das Ding sieht geil aus. So, jetzt kommt der McLaren wieder ran. Au, au, au.
Mega verzieh dich, KI. Doppeltblock. Auf 50%, jetzt müssten wir eigentlich tauschen. Doch der Tausch findet nicht statt. Okay. Ist das hier vielleicht ein Rennen, was wir beim First Try schaffen? Das wäre... Sein Ego. Oh, wir fahren hier in unserem eigenen Häuschen vorbei. Oh. Sein Ego. Naja. Ja, Ego ist immer so, naja. Aber die Kurve ein bisschen doll verkackt hier. Ja, warten, jetzt gibt es hier noch einen Wechsel oder nicht? So, oder kommt danach noch ein rein? Ah, da ist er ja. Da ist er, der Wechsel. Lass nicht nach. Gib alles, voll, was du hast. Er hat einen Fehler gemacht, oder was? Okay, jetzt fährt er wieder. Ja. Okay. Sehr wertvoller Vorsprung, den wir nicht behalten, weil ich so... Oh. Aber der Lambo, der hat's drauf und deswegen fahren wir... Ah, guck mal, wir haben über 350 Meter, ne? Ich bin weg, mein lieber Tio. Ich bin weg. Du hast keine Chance. Echter Street-Style. Fahren wir doch gerade. Also wenn das hier regelkonform ist, dann weiß ich nicht. Wenn der Lamborghini erzählst, was du mit einer von ihren Autos vorhast, dann machen dich ja kalt. Ja, Lambo, ich nehme euren super Hightech-Supersportwagen und mach da erstmal ein paar Rampensprünge mit. Was hältst du denn davon? Das wäre ja auch der Tod für dieses Auto einfach. Das ist ja... So ein Sprung hier. Das überlebt so ein Auto einfach nicht. Das ist eine nicht zumutbare Zumutung. So. Ich glaube fast, sein Fehler war gerade sein Schicksal. Und der Sieg gehört tatsächlich uns, wobei noch bin ich still. Okay, jetzt können wir uns freuen. Ja, und das beim ersten Versuch. Ja, du hast gewonnen. Top of the list. Wow, Theo wird ausrasten. Nicht, dass ich was dagegen hätte. Ultimatives Fahrzeug verdient. McLaren P1. Nice. Im HQ verfügbar. Viele von uns wollen die Sache von der Straße holen und legal machen. Das wäre sicherer für alle. Aber nicht jeder will sich von unseren Wurzeln lösen. Sie reden davon, was es heißt, da draußen zu fahren, vom Rausch alles zu riskieren. Sie sagen, wir kommen von der Straße und dort gehören wir hin. Es ist nicht leicht, dagegen anzumelden. Das große Finale der Life Extreme Series, der Kampf aller Champions, ist jetzt verfügbar.
Ach, und jetzt kommt noch eine weitere Herausforderung. Rennspektakel organisiert. Du trittst nacheinander gegen Tuck, Tio, Sophia und Clarence an. Es geht um das große Ganze und enormes Prestige. Du wärst so eine Art Champ der Motor Nation. Das klingt so gut. Wir könnten das auf Visitenkarten drucken oder so. Live Extreme Series, das große Finale. Alter, alle Klassen. Alle Klassen. Haben wir dafür noch Zeit? Wir haben dafür noch Zeit. Machen wir auch noch direkt. Komm, Freunde, jetzt knallen wir richtig rein. Und gönnen uns, Mann. Gönnen uns. Die Live Extreme Series ist das große Finale. Ja, wir fahren mit 4 verschiedenen Fahrzeugen einfach. Hier nehmen wir den, hier nehmen wir den. Hier nehmen wir, ja, haben wir ja Auswahl hier. Boah, haben wir Auswahl. Boah. Alter. Ein Rennen mit 4 Fahrzeugen. 4-mal Wechsel. Willkommen zum großen Finale der Live Extreme Series. Wir sind hier in Nordkalifornien für das wichtigste Rennen des Jahres. Bei diesem Großevent treten die Topfahrer der Motor Nation gegen ihre größten Rivalen an, um zu klären, wer der König ist. Und es geht los. Ich bin gespannt. So. Uiuiui. Warum fahre ich denn jetzt nur gegen 2? Gegen einen. Willst du die Motor Nation beherrschen? Dann musst du es dir jetzt und hier verdienen. Warum fahre ich denn jetzt nur gegen einen? Fahre ich gegen jeder? Ach, die fahren so eine Art Staffel oder was? Das wäre schon oberhart geil. Wenn ich bei jeder Herausforderung gegen jemand anders fahre, wobei ich das ja eh nicht merke. Du bist zufrieden, wenn du überall Champion bist, hä? Okay, mal sehen, ob du es noch drauf hast. Ich habe es immer drauf, mein Freund. Ist bei Regen natürlich wieder so eine Sache. Aber dieser Wagen ist ja auch dafür gemacht. Nicht so wie vor ein paar Folgen der Formel 1 Wagen auf Schnee. Das war ja wirklich lächerlich. Und komplett unpassend. Das hier passt schon eher. Eine Rallye mit einem Rallye-Fahrzeug bei Regen, das gehört dazu. Da bin ich auch voll und ganz dabei. Nur weil ich dich gern hab. Das Zack, gegen den wir jetzt fahren. So, 25% müsste ja dann schon der erste Wechsel erscheinen. Heiliger Strohsack, das ist ein verdammt gutes Rennen. Oh, was zum... Alter. Jetzt wird's ja mal interessant. Das haben die wieder mit so einer Weltverbiegung gemacht. Jo, gegen wen fahre ich denn? Fahre ich jetzt schon wieder gegen diesen verdammten Tio oder was? Hast du mich überholt? Nie wieder. Ja, das kann ja nur der Tio sein. Ja, wir fahren wieder gegen Tio. Jetzt zahle ich es dir heim. Was denn? Du bist nichts mehr. Ich bin jetzt die Nummer 1. Und die Nummer 1 ist nun mal jetzt nicht mehr zu schlagen. So sieht es nämlich aus, Freunde, und nicht anders. So, weitere schöne 25% dieses Rennens, die wir mit diesem Auto hier verbringen dürfen. Noch eine Krone überlasse ich dir nicht. Mann, das wird echt persönlich mit dem Kerl, oder? Ja, warum nochmal soll ich jetzt wieder gegen ihn fahren? Naja, um es ihm halt nochmal zu zeigen, so weißt du. Wobei, der wichtigste Punkt wird natürlich... Lol, gibt's jetzt schon Tausch? Lol, das war ja extrem kurz. Entweder ist Boot jetzt sehr lang und wir werden gegen Sophia das Boot fahren. Digga, ich finde es mit der Weltverbiegung finde ich einfach nur diesmal halte ich mich geil. Nicht zurück. Ach komm, das haben wir auch schon hinter uns. Uah.
Controller mal ein bisschen anders halten hier, dass ich ein bisschen mehr Kontrolle habe. Ja. So habe ich auf jeden Fall mehr Kontrolle. Ich knüppel ein bisschen weiter. Die 9. Wenn da hinten anfasse, so, dann kann man den ein bisschen gezielter steuern. Das tue ich immer. Hast du nicht gehört, dass er gerade Junge gesagt hat? Er meint mich. Er ist auf jeden Fall auch auf meiner Seite und nicht auf deiner, Mann. Hast du trainiert? Oh ja. Aber ich finde es gut. Sie akzeptiert, dass wir besser sind. So, das ist eine sportliche Frau. Und eine Fähre. Was mir gefällt. Das Problem wird gleich wieder sein, Alpha GP keine gegen Clarence. Nur du und ich in einem puren Rennen. Und es geht auch Zeit. Oh, oh. Okay, wir haben offenbar erstmal einen sehr langen Bootpart, wa? Ich finde es schade, dass sie nicht gleich gewichtet sind, die Teile. Das Hypercar war jetzt sehr, sehr kurz. Aber was soll's? Oh Gott. Oh Gott. Oh, und Alter, über 40% nur Alpha GP oder was? Übertreibt es halt direkt. Und gegen Clarence, Alter, das wird. Halte dich bloß hart. Nicht zurück. Aber wo ist denn jetzt Clarence? Ach da. Ja. Warum ist denn der jetzt so weit hin? Ich erlaube mir, den begangenen Fehler zu korrigieren. Alter, wie fahre ich denn jetzt hier? Also hier muss ich wirklich jetzt fahren, denn Clarence war ein harter Gegner damals. Und das wird er auf jeden Fall auch jetzt noch sein. Auch wenn wir ihn besiegt haben, nach ein paar Versuchen. Ich habe jetzt keinen Bock, das ganze Rennen nochmal neu zu fahren, weil ich bei der Formel 1 hier abkacke. Das hätten sie vielleicht nicht zum Abschluss nehmen sollen. Na gut, das Schwerste natürlich. Immer. Oh, geht's jetzt. Ja, natürlich. Jetzt geht's natürlich noch raus. Hätte mich auch gewundert, wenn es anders gewesen wäre. Okay, wir haben es ja kapiert. Es ist mir eine Freude, dich als Champion zu verhindern. Clarence, du bist nur ein schlechter Verlierer. Nein, ich bin ein klasse Fahrer und das werde ich deinem Ex-Schützling zeigen. Ja, sagt derjenige, der 400 Meter Rückstand hat. Fahren wir jetzt gemütlich spazieren? Läuft irgendwie nicht bei dir, Clarence. Hier fährt er irgendwie nicht mehr so stark. Hat's wohl aufgegeben. Auch wenn seine Stimme ganz anders sich anhört, aber scheiß drauf. Ja, hey, Alter, jetzt hat er keine Chance, Mann. Die Wagen nehmen sich nicht viel bei der Endgeschwindigkeit. Da kann er ein modernes Fahrzeug haben, wie er will. Das Ding hier fährt auch über 360. Über die Golden Gate Bridge nochmal. Ja, das ist ja. So, Clarence, über 1 Kilometer. Ich bin nicht beeindruckt von dir. Das war's. Da habt ihr es, Leute. Ein neuer Champion, der aus dem Stand alles geholt hat und König der Motor Nation wurde. Wir haben ein paar Leute gefragt, die unseren Champion kennen, was sie über ihn denken. Er hat's verdient. Er ist absolut zuverlässig und ein verdammt guter Pilot. Das hat er von Anfang an bewiesen. Ist schon okay. Aber ich wäre für mehr oben und weniger unten. Ich gebe mich nur mit Siegern ab. Und die Sieger gerne mit mir. Denn das Geheimnis ist harte Arbeit. Und sie sind bereit, diese zu investieren. Und glaubt ja nicht, dass ihr mich überholen könnt. Unser Champ schon, aber der ist einmalig. Der? Der ist fake. Genau wie all die Rennstrecken, auf denen der Champion genannt wird.
Wenn er wirklich ein Rennen gegen mich will, weiß er, wo er mich findet. Er hat viel für die Familie getan. Und Rennen fährt er auch nicht so schlecht. Ob er gut ist? Klar, aber da ist noch mehr. Er ist jetzt mein Freund. Sieh dir nur dieses Auto an, wenn du wissen willst, wie talentiert er ist. Ich habe den Champ von Anfang an begleitet, als wir noch voll die Nobodies waren. Ich wusste es. Ich wusste immer, dass er es drauf hat. Können, Entschlossenheit, Ehrgeiz, das volle Programm. Sieh ihn dir an. Nicht schlecht für ein paar Nobodies, findest du nicht auch? So, wie ist es, neuer Champion der Life Extreme Series und Chef der Motor Nation zu sein? Sicher bist du sehr stolz auf das, was du geschafft hast. Na, auf jeden. Ah, das war also das Finale. Das ist so schön. Immerhin drei Belohnungen. Da haben wir doch nochmal ein paar Performance-Teilchen hier. So, wir gucken auf die Karte. Events 0. Aber natürlich. Die scheinen wir noch nicht gemacht zu haben. Aber wir können es ja ganz einfach feststellen, Freunde. Wir können es ja ganz einfach feststellen. Nämlich hier oben bei Aktivitäten. Und hier sehen wir es ja. Live Extreme Series haben wir alles gemacht. Auf normal. Ja, ist okay. So, da wir hier das meiste haben, will ich das hier erstmal beenden. Okay. Das hier haben wir gemacht. Tests haben wir gemacht. Foto haben wir natürlich nicht. Monster Truck. Haben wir. Da fehlt uns eine Aufgabe. Die wurde uns aber nicht angezeigt. Du hast es auf Sophias Ergebnis abgesehen. Und Junge, die weiß, wie man mit diesen Dingern umgeht. Also lass den Sand fliegen und bring das Monster ans Limit. Wenn du fertig bist, hast du dir ein Hummer-Dinner aus Maine verdient. Ich mag aber kein Hummer. Kann ich nicht ein paar Pommes einfach haben? Die sind viel geiler. So. Dann machen wir mal. 12.000. Ist durchaus eine Menge, ja. So scheiße wäre, auch wenn jetzt kriege ich noch nicht mal die Scheiße. Verarschen jetzt mich da. Speed brauchen wir. Und dann einfach hier rauf. So. Hier haben wir schon mal die Tausender. Alter, aber die Aufgabe, die erweist sich bestimmt nicht als einfach. Oh. Wie komme ich da hin? Oh ja. Schon mal wieder uns eine 5000er geholt. Ich weiß es nicht, ob wir uns hier die Zeit für nehmen sollen. Das Geile ist, man kommt da so easy rüber. Ja, das ist ja... da haben wir es jetzt nicht mehr gemacht. Okay, aber wir haben schon eine Menge Points. Und ich sehe kein Problem. Die nötige Punktzahl zu erreichen, will ich mal sagen. Ja, Aufgabe haben wir schon mal. Und den Tausi da oben, den holen wir uns jetzt auch noch. Was jetzt, wir kommen hier hoch. Was wir tun.
Oh, den sind wir schon gefahren. Aber egal, schadet ja nicht. So, das ist viel zu spitz. Hätte ich auch gleich sagen können. Ja, noch ein bisschen Zeit. Und den Haufen haben wir sogar auch noch. Hm. Schaffen wir den? Ah! Mal gucken, ob das Spiel es von selber rafft. Oh ja, aber lässt sich verdammt viel Zeit. Ja, aber da lässt sich ja wirklich sau viel Zeit. Das muss man einfach mal so sagen. Aber den 500, dann würde ich gerne noch haben. Okay, ne, oder? Doch, haben wir. Wunderbar. Wunderbar. Oh, da gibt es ja sogar noch Belohnung für. Ja, natürlich. Da gibt es ja immerhin jedes Mal Belohnung für. Weil wir ganz einfach. Das sind die Hauptaufgaben hier noch. Die mir einfach nicht mehr. Ich verstehe nicht, warum die nicht mehr angezeigt werden. Wirklich nicht. So, 91%. Monster Truck 100, wie man sehen kann. Die sollten auch nicht mehr als eine. Ha, fehlt auch nur noch eine Aufgabe. Du nimmst hier Sophias Zeit aufs Korn. Und sie ist ziemlich gut im Kampf gegen Stoppuhren. Halt einfach den Kopf unten und die Zeit im Blick. Kein Ding, kein Ding. Je besser du die Strecke kennst, desto besser bist du. Du kennst die Strecke doch. Nee, die kenne ich gar nicht. Oh. Das sind Tatsache alles Aufgaben, die wir noch nicht gemacht haben. Ich flipp aus, Spiel. Das ist nicht gut. Die können ja mal so einfach übersehen werden, einfach. Die können ja mal so leicht übersehen werden, einfach. Das ist natürlich nicht so das, wonach man sich hier vielleicht so streben möchte. Oh, übertreibt es doch nicht wieder direkt hier. Oh, oh. Was los, Vorgabe, Alter? Was los? Ich dachte... Sie jagt Stoppuhren hier. Scheint irgendwie nicht so. Ja, 10 Sekunden. So viel zu dem Thema. Haben wir den Rekord nicht nur ganz knapp überboten, sondern schon ordentliche Chip obendrauf gesetzt. Naja, okay. Ah, warum nicht? Warum nicht? Ach, wir fahren ja sogar noch eine zweite Runde hier. Ja, kein Problem. Machen wir vielleicht mal so. Dann sollte das hier auch wieder kein Problem sein. Kurve mal ein bisschen enger. Wieder hier rein. Und hier geht es dann wieder mal richtig ab. Man wird richtig zur Seite gedrückt, weil. Oh, 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 oh. Digga, mach doch. Alter, das. Naja, so viel zu dem Thema. Jetzt fährt sie die zweite Runde vermutlich noch stärker. Nee, jetzt nicht. Aber der ganze Vorsprung ist dementsprechend kurz vom Ziel mal ebenso weg. Schade. Aber okay, wir haben es trotzdem natürlich. Und da kann man sich ja nicht beschweren. So. Steigen wir doch noch ein bisschen auf. Wir bekommen noch eine Menge Belohnungen. Es ist noch nicht vorbei. Wir haben noch ein paar Folgen vor uns. So. Das Geile ist, wir müssen nicht wieder auf die Karte. Wir können nämlich das jetzt... Na gut, die Karte funktioniert auch nicht. So. Hä? Ach so, ja, ja. Okay, 100, 100, 100, 100. Nur wegen den Fotos. Warte mal, können wir nicht die... Ja. Ein Monster Truck vollführt Flugtricks auf dem Spielplatz. Pin.
Ne, man kann da leider nicht hingehen, so. Ja, das sind so viele Aufgaben. Fotos machen wir nicht. So, 100, 100, 100, 100 haben wir. So, damit ist Freestyle offiziell abgeschlossen. Dann ist unser 100% Gameplay überall 95% zu bekommen, wenn es überall gleich viele Fotos sind. Zumindest. Und damit würde ich auch sagen, war's das für diese Folge. In der nächsten Folge werden wir uns dann höchstwahrscheinlich... Ach, lass uns einfach mal um Pro Racing kümmern, weil wir da schon mehr Prozente haben. Ja, 1% mehr als bei der anderen Sahne. Machen wir einfach das jetzt auf die 95 und damit wir alle Rennen durch haben. So viel dazu aber in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.